Wolfgang Schäuble. Er gehörte zu den einflussreichsten Politikern der vergangenen Jahrzehnte. Heute wird er in seiner Heimatregion zu Grabe getragen. Spitzenpolitiker und Angehörige werden im badischen Offenburg Abschied von dem 81-jährigen CDU-Politiker nehmen. Nach dem Gottesdienst ist eine militärische Ehrung geplant. Anschließend wird der ehemalige Bundestagspräsident auf dem Waldbach-Friedhof beigesetzt. Altkanzlerin Angela Merkel wird nicht bei der Beerdigung ihres jahrzehntelangen politischen Mitstreiters mit dabei sein. Das politische Berlin wird Schäuble am 22. Januar mit einem Staatsakt im Bundestag würdigen. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.